Ja, es ist eine neue Kamera, anscheinend stelle ich mich noch zu doof an. Die geht immer nach ein paar Minuten anscheinend aus und beendet das Video. Wahrscheinlich mag die keine langen Videos. Die Einstellung muss ich da noch irgendwie hinkriegen. Also das ist jetzt, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, dass ich mit dem dritten Teil dann durch bin. Ich habe Post bekommen von den lieben Glimmerfeen. Ilona, Sina, ihr beide seid ja echt süß, dass ihr an mich denkt. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr mir überhaupt schreibt, weil ihr habt ja meine Adresse auch gar nicht. Aber ihr habt es getan und ihr habt mir ein Harmonienkurier geschickt. Das finde ich ganz, ganz lieb von euch. Ich habe ja schon einen, aber ich habe auch gesagt, ich würde gerne unbedingt einen zweiten haben wollen. Weil ich einen eventuell einen Rahmen an die Wand hängen wollte und einen halt zum Angucken nochmal irgendwo anders ablegen wollte. Und dieses Ding ist echt gelungen. Ich weiß nicht, ihr habt euch jetzt bestimmt auch angesehen. Ist wirklich ganz toll. Und ja, ihr wisst, wofür mein Herz schlägt, für Walter Mörs Bücher. Wo ich noch gar nicht alle gelesen habe. Und dann, das habe ich noch nicht, da freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber. Ich muss gerade mal schauen, ob das... Ist das ein Aufkleber? Das ist ja klasse. Und zwar hier so ein Mythenmetz-Plakat. Das ist ja toll, ich glaube, das ist ein Aufkleber. Das sieht so aus, hier oben ist so ein weißer Rand. Tatsächlich, ein Riesensticker von Mythenmetz. Toll! Ich glaube aber nicht, dass ich den irgendwo hinkleben werde. Wenn, dann werde ich den auch einrahmen und anhängen. Und dann in meine Walter Mörs Galerie. Ich habe ja das große Plakat noch. Und eure Karte, die war ja wohl mal obersüß. Ein goldiges Fest mit diesem kleinen Goldhamster, der Engelsflügelchen und ein Krönchen auf hat. Super, super süß. Ich danke euch recht herzlich. Ich schicke euch alles, alles Liebe fürs Weihnachtsfest und für 2012. Ihr seid ja so, so süß. Küsschen. So, dann packen wir es mal dahin. Dann hat mich noch ein Kärtchen erreicht von der lieben Karin. Damit habe ich auch nicht gerechnet, weil wir auch, glaube ich, nicht Adressen ausgetauscht haben. Woher hast du die nur? Schon vom Weihnachtsmann. Da habe ich mich natürlich tierisch drüber gefreut. Die kam gestern an, also genau einen Tag vor Heiligabend. Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ganz niedliche Karte, finde ich, mit dem Elch und dem Weihnachtsmann. Das sieht total süß aus. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr, sehr hübsch. Und von der Katrin, die Speckelfe, meine Liebe. Deine Schrift ist der Hammer. Also so eine Schrift habe ich noch nie gesehen, ehrlich. Ich finde die so cool, die gefällt mir. Der Traummann schlechthin ist der Schneemann. Er ist gut gebaut, leicht formbar und schmilzt jedes Mal dahin, wenn du dich an ihn schmiegst. Diese Karte und auch die Briefmarke ist der Hammer. Also, das ist eine Loriot-Briefmarke. Da, ist sie nicht süß? Also da kann ich Briefmarkensammler verstehen. Die ist echt schön. Dann hatte ich nochmal Post bekommen von der lieben Anna Jugura, diese hier. Obwohl du mir echt nicht nochmal hättest eine Karte schicken brauchen, weil die liebe Anna hat mir nämlich einen Weihnachtskalender gebastelt. Die hat mir Ende November einen Karton zugeschickt und in dem Karton waren 24 kleine, sogar mehr, weil zweimal war was doppelt und ein Tag fehlte, also ein Geschenk mehr war, glaube ich, drin. Kleine Päckchen gepackt für jeden Tag eins. Und ich habe meins heute auch schon aufgemacht für den 24. Und ey, du bist echt bekloppt. Also, du musst mir doch sowas nicht schenken. Also, ehrlich. Die ganzen, sie hat mir so tolle Sachen reingemacht. Lipgloss, Tee, Naschkram, Kosmetikkram, irgendwelche kleinen Proben und sowas alles. Also ganz toll zusammengewürfelt, ganz schöne Sachen. Ich habe mich da tierisch drüber gefreut. Habe ich dir ja auch geschrieben. Und der Lipgloss ist übrigens der, den du mir geschenkt hast. Ich trage sonst nie rot. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich rot trage. Ich hoffe, es gefällt euch. Ist ja Weihnachten. Da dachte ich, kann man mal rot tragen. So, dann habe ich noch eins bekommen von einer lieben Büchertreff-Freundin, der Christine. Christinchen, wenn du meine Videos schaust, ich glaube ja, jedenfalls gelegentlich. Die Karte hat sie mir geschickt. Wunderschön mit diesem, mit diesem Pergament-Goldpapier hier noch drum. Fand ich super. Und auch du, verrücktes Huhn, hast mir ein Buch geschenkt. Und zwar dieses hier. Einmal Paradies und zurück, Claudia Carroll. Ich glaube, du hast wohl unser Chiclet-Video geguckt und hast gesehen, dass ich dieses Buch noch nicht habe. Und Steffi hat halt so geschwärmt davon.
Und da wir beide ja die Romantikmädels vertreten in unserem Büchertreff, hast du mir wahrscheinlich das ausgesucht. Ich danke dir ganz, ganz doll, denn ich glaube, ich hätte es mir ewig noch nicht gekauft, obwohl ich es unbedingt haben will. Und es war echt, ich dachte, wer schickt mir denn jetzt noch ein Buch? Es kann doch nicht sein, also ehrlich. Und dann hast du auch noch was für Josie reingepackt, diese tollen, leckeren Kauzöpfe hier aus Büffelhaut. Josie hat schon einen am Wickel, aber da ist noch nicht, da hat sie nur die Enden so ein bisschen abgekaut. Aber sie freut sich tierisch, weil die mag sie sehr, sehr gerne. Und ob du es glaubst oder nicht, die hatten wir auch im Sortiment. Aber jetzt hat unser Laden die nicht mehr und unser Lieferant kann die auch nicht mehr liefern. Die sind aus dem Sortiment raus. Und von daher freue ich mich natürlich total, dass du diese Kauzöpfe ausgesucht hast. Und Josie jetzt endlich wieder Kauzöpfe kauen kann. So, dann hatte ich ein Buch vergessen. Und zwar, mein Bein ist aber eingeschlafen. Ich kann gerade nicht aufstehen. Von dem lieben David, Engelsbrut, ich weiß jetzt den Autor nicht. David, ich habe gesagt, du sollst mir nichts schenken. Und was machst du? Du schenkst mir ein Buch. Es ist genau das gleiche Buch, was, glaube ich, Yogura von dir bekommen hat. Und du hast gesagt, du bist da sehr, sehr begeistert von. Und deshalb, ja, haben wir es wahrscheinlich auch beide bekommen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und bei der nächsten Fantasy-Phase werde ich, denke ich mal, lesen. Was das Interessante ist, ist, dass ich nach der Engels-Trilogie, also für mich ist es jetzt eine Trilogie, weil ich drei Bücher gelesen habe, nach der Serie von Nalini Singh, eigentlich beschlossen habe, mit dem Thema Engel abzuschließen. Ich gesagt habe, nee, Engelbücher erstmal für mich nicht mehr und dann schenkst du mir ein Engelbuch. Das heißt, es muss wohl ein Zeichen sein, dass ich doch nicht aufgeben soll, was die Engel angeht. Das werde ich auf jeden Fall lesen. Sollte ich irgendwas vergessen haben oder irgendwas kommt noch später an, dann zeigen wir es euch, ich und Josie, ja, wir, natürlich, ja, wenn es soweit ist, wenn das nächste Video folgt. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe, schöne Weihnachten. Ich würde jetzt hier noch so viel grüßen, aber ich weiß nicht, ob die Kamera mitmacht. Nachher schneidet die mich nochmal ab und dann habe ich keinen Stoff mehr, um noch ein viertes Video ranzuhängen. Ich grüße alle, die mir die Karten geschickt haben. Ich grüße meine Berliner Mädels und zwar die liebe Gwen, die Steffi Sternchenstar 2010 und die Betty. Ich wünsche euch dreien Berliner schöne Weihnachten. Ich hoffe, wir sehen uns alle irgendwann wieder im nächsten Jahr. Betty und Steffi, steht das mit dem 8. Januar? Ich hoffe. Ich freue mich doch schon drauf. Und ja, dann grüße ich ganz lieb Karin von The Fiedlers. Du bist echt so eine Liebe. Ich mag halt Überraschungen ganz gern. Und ich komme in letzter Zeit so wenig dazu, Videos zu gucken. Wundert euch nicht, dass ich kaum auf YouTube bin und wenig Kommentare schreibe. Es liegt daran, dass ich wirklich in letzter Zeit viel arbeiten war und wenig Zeit zum Videos schauen hatte. Aber das soll sich jetzt wieder ändern. Ich hoffe, dass es im Januar ein bisschen ruhiger wird und ich einfach wieder mehr Zeit dafür habe. Ich grüße ganz lieb die Anja, Bücherleidenschaft Anja. Meine Süße, ich hoffe, du hast schöne Weihnachten und feierst schön mit deiner Familie. Knuddel mal deinen Hund von mir. Ja, ich will jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, weil dann grüße ich mich hier dumm und dämlich. Ich grüße euch einfach alle. Liebe Kim, vor allen Dingen dich. Wir hatten ein paar schöne Gespräche bzw. E-Mails auf Facebook. Du bist eine ganz süße, liebe Maus und ich habe mich über deine Postkarte sehr, sehr gefreut. Das Eichhörnchen war sehr, sehr passend. Und ich grüße euch einfach alle. Die Sarah von The Sarah Story grüße ich. Alle. Fühlt euch alle gegrüßt, geknutscht, geknuddelt und umarmt. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Haut ordentlich rein. Weihnachtsessen gibt es nur einmal im Jahr. Und genießt die Feiertage. Und bleibt alle gesund und munter vor allen Dingen. Dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich habe euch alle irgendwie sehr, sehr ins Herz geschlossen. Und freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss.